Heroinsüchtige kaufen ihre Drogen auf der Straße. Besserverdienende lassen sich ihren Stoff mit dem Koks-Taxi liefern. Ein einträgliches Geschäft. Mindestens 15.000 Euro sollen die 8 Angeklagten im Alter zwischen 19 und 39 im vergangenen Herbst mit ihrem Lieferservice allein in Berlin umgesetzt haben. Der Vorwurf: bandenmäßiger Drogenhandel. An 92 Tagen sollen die Angeklagten laut Anklageschrift insgesamt 301 Lieferfahrten unternommen haben und dabei 375 Portionseinheiten Kokain an den Mann und die Frau gebracht haben. Ihre zahlungskräftigen Kunden, angeblich Politiker, Juppies und aufsteigende Manager. Die Koks-Taxis sind für die Ermittler eine extreme Herausforderung. SMS, WhatsApp oder Anruf genügen. 15 Minuten später wartet der Dealer im Auto um die Ecke oder liefert sogar wie der Pizzabote bis an die Haustür. Die Berliner Bande war dabei bestens organisiert. Zwei Täter sollen den Stoff beschafft und die Lieferungen koordiniert haben. Ein Dritter nahm die Bestellungen entgegen. Vier andere lieferten aus. Der Achte soll seine Wohnung als Lager für die Drogen zur Verfügung gestellt haben. Die Jagd auf die Täter, manchmal ein Katz-und-Maus-Spiel für die Ermittler. Die Herausforderung für die Polizei bei den Kokain-Lieferservicen ist insbesondere halt die Schnelligkeit, mit der die Tätergruppen ihre Ware an die Konsumenten bringen. Die Polizei hat oftmals kaum die Möglichkeit, sich zeitgerecht aufzustellen, um Tätergruppen festzunehmen. Den Angeklagten drohen zwischen 3 und 5 Jahre Haft. Der nächste Berliner Koks-Taxi-Prozess steht bereits in den Startlöchern, diesmal gegen 6 Angehörige eines Araber-Clans mit 850 Kunden.